Ja, hallo, ich bin der Frank, der Inhaber von Fichtelrad GmbH. Ich habe hier in Weißenstadt, im kleinen Dorf Ruppertsgrün, einen Fahrradverleih gegründet, habe ein kleines Café, ein kleines Fahrradcafé und will versuchen, so das Fichtelgebirge sportlich ein bisschen attraktiver zu machen, Freizeitangebot zu erweitern. Ja. Also der Grund, um mich jetzt für den kleinen Ort hier zu entscheiden, liegt natürlich hauptsächlich daran, dass das Fichtelgebirge meiner Meinung nach total unterschätzt wird von seiner Natur, von den Freizeitmöglichkeiten, von den Aktivitätsmöglichkeiten. Ich bin natürlich hier aufgewachsen im Fichtelgebirge, habe die letzten Jahre im Außendienst verbracht von einem großen ansässigen Fahrradhersteller und habe dadurch in ganz Deutschland eigentlich ziemlich viele Orte sehen können, war mehrere Tage unterwegs und letztendlich zieht es mich, wie auch viele andere, immer wieder zurück ins Fichtelgebirge. Man hat seine Ruhe, man hat wunderschöne Standorte überall im Fichtelgebirge. Unter anderem jetzt zum Beispiel auch den Waldstein, das ist einer meiner Lieblingsorte hier. Man kann das ganze Fichtelgebirge übersehen, man ist relativ schnell da, gerade auch von meinem Standort aus innerhalb von 10 Minuten mit dem Fahrrad. Also natürlich ist auch über die Jahre in einem festen Angestelltenverhältnis wünscht man sich auch Freiraum, um rauszukommen, um seine eigenen Träume zu verwirklichen. Und da ist bei uns die Region prädestiniert, würde ich sagen. Freiraum für Macher.